Einsiedlerkrebse und anderes Getier erwarten uns auf der Nationalpark-Erlebnisfahrt mit der MS Harlekurier. Die Tickets für jeweils 14 Euro haben wir fix am Schalter in Wilhelmshaven erworben. Da geht es schon los. Um 11 Uhr startet die erste Fahrt des Tages zu den Seehundbänken. Vielleicht haben wir ja Glück und das ein oder andere Tier winkt uns in die Kamera. Nachdem wir uns auf dem Schiff einen Platz gesucht haben, begrüßt uns eine Mitarbeiterin des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und stimmt uns auf die Fahrt ein. Anderthalb Stunden soll sie dauern. Zunächst genießen wir die Aussicht und die frische Seeluft. Nach ein paar Minuten begeben wir uns dann in das Innere des Schiffs. Am Bordbistro gibt es Brezeln, Salate, Frikadellen und andere Snacks, um den kleinen Hunger zu stillen. Auch bei Kaffee und Kuchen können es sich die Gäste gemütlich machen. Die Durchsagen der Nationalparkmitarbeiter sind auch hier klar zu hören. Gerade fahren wir am Leuchtturm Ahrengast vorbei, der von 112 verstärkten Holzpfählen getragen wird. Schnell ans Oberdeck also. Auch wir wollen die Konstruktion sehen. In einer knappen halben Stunde passieren wir sie dann, die Seehundbänke, und sehen Vögel. Das war heute wohl nichts. Die nächsten Passagiere haben hoffentlich mehr Glück. Etwas enttäuscht setzen wir uns erst einmal auf eine der Bänke und lassen den Blick schweifen. Nach etwa 40 Minuten beginnen die Nationalparkmitarbeiter tüchtig zu werden. Was bereiten sie da vor? Unsere Enttäuschung darüber, dass die Seehunde uns heute anscheinend nicht so gerne sehen wollten wie wir sie, ist verflogen. Eine Strandkrabbe hat zwar vielleicht nicht so große Kulleraugen wie die Meeressäuger, irgendwie niedlich sieht sie aber schon aus. Eine Meinung, die von so manchem Besucher geteilt wird. Ja, aber nicht am Kopf des Marks, aber sonst. Wenn es ein Weibchen wäre, würde die Bauchklappe hier aufgeklappt werden. Auch Achtern können sich die Teilnehmer der Erlebnisfahrt über eine kleine Lehrstunde freuen. Auf diese Weise verteilen sich die Passagiere auf zwei Punkte, sodass jeder mal gucken kann. Und wer etwa den Part über die Miesmuschel zunächst verpasst hat, kann ihn so an anderer Stelle nachholen. So viel Publikum scheint der kleine Einsiedlerkrebs nicht gewohnt zu sein. Nur vorsichtig traut er sich aus seiner Hütte. Sein größerer Artgenosse ist da sogar noch schüchterner. Im Wasser noch quietschfidel, zeigt er außerhalb seines Elements den Zuschauern nur sein blankes Gehäuse. Nun hat er aber endgültig genug. Nach etwa einer Stunde machen wir uns auf den Rückweg. Den Ahrengaster Leuchtturm betrachten wir noch einmal aus der Ferne. Die Teilnehmer stellen ihre letzten Fragen an das kompetente Team. Und die Tiere haben sich nach ihrer Showeinlage eine Pause regelrecht verdient. Auf dieser Fahrt hat es sich um Bewohner des Aquariums Wilhelmshaven gehandelt. Das sonst übliche Schaufischen war heute leider nicht möglich. Zu guter Letzt werden noch die ausgeliehenen Ferngläser zurückgegeben und eingepackt. Nach, auf die Minute genau, anderthalb Stunden kehrt die MS Harlekurier langsam zurück an den Helgoland-Kai in der Jadestadt. Dort warten bereits die nächsten Passagiere auf ihre Nationalpark-Erlebnisfahrt. Hoffentlich sehen sie auf ihrem Ausflug ein paar Seehunde. Doch selbst wenn nicht, wir können guten Gewissens sagen, es lohnt sich trotzdem.